Hallihallo miteinander. Gestern ist doch dieses Teil gekommen, was ich auch geschenkt gekriegt habe von jemandem hier von YouTube. Ich habe jetzt mal gerade was damit gemacht, mit meiner Sizzix, mit meiner. Ich habe mich ein bisschen doof angestellt. Das Geräusch finde ich ein bisschen beängstigend, doch. Hab das hier gemacht. Und wie gesagt, ich mache das gleich nochmal mit euch. Ich glaube, ich habe das auch noch falsch gemacht, aber ich will euch das trotzdem zeigen, obwohl ich es wieder mal nicht richtig mache. Weil, ja, das Geräusch finde ich immer noch etwas beängstigend von diesem Gerät. Ich habe hier diesen Schmetterling, die Standschablone. Hier ist schon das, was ich ausgestanzt habe. Das packe ich einfach mal zur Seite. Und, hier steht meine Sizzix. Ich weiß nicht, ob die so Geräusche machen soll, ob das normal ist. Und ich fand es ein bisschen gruselig. So, ich mache das jetzt trotzdem nochmal mit euch, damit ihr das seht. Und ihr wisst ja, ich zeige euch das, ne, was ich hier so mache. Den lege ich jetzt mal mir auch wieder so mittig an. Ich habe das Teil garantiert nicht gut aufgelegt. Dieses hier. Weiß auch mal nicht, gibt es da eine Richtung oder nicht? Kann es nicht sehen. Sind eigentlich gleich. Sind alle überall. Sind sie gleich. Also von daher gibt es keine Richtung. Man muss es nur relativ weit oben anlegen. Habe ich gerade noch mal extra mir ein Video angeguckt. Und den. Also, ich muss ja sagen, das ist natürlich eine coole Sache, wenn man gut sehen kann, was bei mir nicht der Fall ist. Das ist jetzt hier so ein bisschen, ist halt ein Knick drin. Auf beiden Seiten ist ein Knick hier in der Mitte. Der ist da und der ist da. Was natürlich, mal gucken, ich habe die Seite genommen. Was es ein bisschen schwieriger macht für mich, ist, weil es jetzt gebrochen ist. Ich sehe nicht, ob ich jetzt 100% in der Mitte bin. Weil das von jeder Ecke, also das müsste jetzt ungefähr gleich sein. Ganz ehrlich, ist ein bisschen schwieriger für die Blinden unter uns. Ich fixiere den mal hier da und da, damit der auch an der richtigen Stelle bleibt. Jetzt lege ich ihn hier ganz vorne an. Also ihr könnt es jetzt nicht sehen, weil. Ihr seht hier nur so ein bisschen von der, aber ihr hört sie gleich. Und die, die auch eine Switch haben, sagt mir doch bitte mal, ob sich das so anhören muss. Muss das so sein? Dass die jetzt eigentlich hätte einmal gereicht, habe ich hier auch gemacht. Aber dann muss ich jetzt naja, hier ins Video mich reinlegen. Was ich natürlich jetzt nicht machen will. Habe ich vorher nicht gemacht, ich habe es nur einmal gemacht. Und sagt mir mal, soll die sich so an? Bin da ein bisschen verängstigt gerade. Natürlich nicht wirklich verängstigt, aber so. Wie gesagt, habe ich mir dann doch mal einfach hier mit Gelb ausgestanzt. Das muss ich jetzt gleich nicht nochmal machen. Ich mache das hier nur mit euch. Die hat ganz schön Power, weil normalerweise ist dieses Klebeband ja wirklich nur so ein bisschen drauf. Und ich habe es echt an meiner Hose abgedrückt mehrmals, damit es nicht so klebt. Aber weil die offensichtlich so Wumms hat, die Maschine, muss man das wirklich vorsichtig abmachen. Und hier mache ich auch nochmal vorsichtig ab. Wie gesagt, ich mache das jetzt. Erstmal ohne euch gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt richtig, dass ich es richtig in die Mitte gelegt habe. Ihr habt doch hier gerade mein lilanes Teil gehabt. Wo habe ich es jetzt hingelegt? Habt ihr das gesehen? Habe ich gerade, womit ich das rauspiekse, das habe ich doch eben hier liegen gehabt. Ist das hier irgendwo? Klone, das nervt mich ja gerade. Na gut, dann nehme ich jetzt was anderes. Das habe ich eben gerade in der Hand gehabt.
Und ich bin mir sicher, das lag hier eben noch, als ich das Video angefangen habe. Ja, na gut. Dann nehme ich das hier einfach. Wie gesagt, das Geräusch macht mir noch ein bisschen Angst. Ich traue mich noch nicht so richtig, mit der Maschine hier zu arbeiten. Hätte ich vielleicht auch gleich erstmal mit was anderen Leichten anfangen müssen und nicht gleich was sich für mich ein bisschen schwieriger gestaltet. Habe ich natürlich auch nicht drüber nachgedacht, dass es schwieriger sein könnte. Ja, also ihr seht, ich habe das natürlich nicht mittig angelegt. Aber es ist ganz gut, dass ich euch das gleich zeige, dass man das dann, ich mache das, ich begrade das jetzt gleich mit meiner normalen Stanzmaschine. So, weil auf der Seite ist es ja super geworden und hier habe ich es nicht richtig angelegt, so dass hier nicht alles ausgestanzt ist, was hier raus sein soll. Ja, das ist nicht richtig. Aber ich mache das, also ich mache es jetzt, dann kann ich es besser sehen, weil ich das näher dran habe. Hätte natürlich auch so eine Sache jetzt nicht unbedingt in einem Video machen müssen. Aber wie ihr von mir kennt, ich zeige euch auch, wenn was nicht so super funktioniert. Also hier hat es ja funktioniert. Hier, also ihr seht, es funktioniert. Ich habe es jetzt nicht richtig drin gehabt. Aber dann machen wir das einfach mal so. Ich lege mir das hier so hin, dass es genau richtig ist. Das fühlt man ja, wenn man richtig. Ich lege die zur Seite, bevor das auch weg ist. Dann packe ich das hier rein. Und lege es aber nur. Bis hierhin, zeige ich euch gleich, so, dann kurbel ich das hier nochmal durch. Ich hoffe, dass es, ja, wie gesagt, also es hat vorher hat es geklappt. Ich fand nur das Geräusch ein bisschen gruselig und dann hatte ich noch kein Video gemacht und habe mir gedacht, das kann ich eigentlich auch mit euch mit einem Video machen und dann hat es nicht so geklappt. Und jetzt hoffe ich mal, dass es jetzt gut ist. Ja, fast. Gut, ich mache das jetzt nicht nochmal, aber ihr habt das Prinzip ja gesehen. Ihr legt euch die einfach wieder an und müsst dann halt nur ein Stück weiter noch rüber machen. Ich nehme mal die, wo das gleich geklappt hat. So sieht es jetzt aus und dann klebt man den dann hier so mit drauf. Hier so. Dann der Kleber. Ich mache den nur hier in die Mitte. Das erspare ich euch zu gucken, wie ich das zumache. Und dann kommt der hier aufgeklebt. Und dann habt ihr den so. Finde ich sehr schön. Jetzt muss ich mal hier kurz mal ein Stück rüber, weil ich habe ja hier. Das ist eine von Action, von denen, die ich euch gerade gezeigt habe. Ich nehme mir gleich einen anderen Kleber. Den. Und dann kommt der hier drauf. Den schneide ich dann gleich zurecht. Oder wollen wir eine andere Farbe nehmen? Ups. Eine andere Farbe.
So. Also, wie gesagt, mit der Stanzmaschine, bevor ich da mal ein richtiges Video zu mache, will ich das erst richtig können, alles. Weil, wie gesagt, das Geräusch fand ich jetzt irgendwie nicht so richtig vertrauenserweckend. Und da muss ich erstmal mich reinfriemeln, damit ich. Das ist zu wenig. Und damit habe ich euch auch gleich gezeigt, dass dieses Teil cool ist, aber man es auch mit einem anderen Trick hinkriegen kann. So. Und dann sieht die so aus, die Karte. Ja, finde ich sehr cool. Es kommt hier noch ein Spruch hin. Den suche ich mir aber gleich erstmal raus, weil ich nämlich heute, nachdem ich den Einkauf gemacht habe, weil morgen feiern wir nochmal meinen Geburtstag mit Grillen. Einkauf ist erledigt, dann mache ich gleich noch Salate und Kräuterbutter und dann will ich den Rest des Tages mit Basteln verbringen. So sieht die jetzt aus. Und wie gesagt, finde ich ganz cool. Dieses Teil hier habe ich über Amazon gekauft. Aus den USA hat 12,18 Euro irgendwie so gekostet. Also wirklich günstig. Dafür habe ich mir gedacht, kann ich mir das kaufen. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen ungeschickt damit. Hier ist es. Ich verlinke euch das, falls ihr Interesse habt. Den Schmetterling habe ich schon lange. Ich guck mal, ob ich was finde. Verlinke ich euch Schmetterlinge. Ansonsten findet ihr die bestimmt auch bei Amazon oder ihr habt welche. Ich bin mir sicher, alle haben irgendwie Schmetterlinge. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln. Ich finde es eine ganz coole Sache, weil das eigentlich natürlich die Sache etwas beschleunigt. Könnt ihr natürlich auch mit anderen, mit Bäumen oder so machen. Ah, das war zu viel des Guten. Ja, ich finde es ganz cool. Ich wünsche euch was, ihr Lieben. Und wir sehen uns. Tschüss. Da ist es.